Ihr möchtet euch Oberkörperprotektion zum Biken kaufen und wisst nicht so richtig, was die Unterschiede sind zwischen Protektionswesten und Protektionsjacken. In diesem Video möchte ich euch zeigen, auf was es zu achten gilt. Und los geht's mit Protektionswesten. Beginnen wollen wir, wie gesagt, mit Protektionswesten. Hier am Beispiel mal von einem Hersteller eine Weste. Ihr könnt euch erstmal grundsätzlich merken, es gibt sie in allen Standardgrößen von S bis XXL. Wie sollte so eine Protektionsweste an euren Körper anliegen? Sie sollte auf alle Fälle eng anliegen, straff sitzen, aber nicht so eng und so straff sitzen, dass ihr ja ein Zwanggefühl fühlt. Probiert einfach mal aus, wie sich die Weste anfühlt. Bewegt euch drin, stellt sie euch ein. Viele der Protektor-Westen haben verschiedene Einstellfunktionen, wie an diesem Beispiel hier nochmal ein integrierter Nierengurt. Und ja, wie fühlt sich das an? Und dann habt ihr auf alle Fälle schon mal die richtige Größe. Diese Westen, je nach Hersteller, sind mit unterschiedlichen Protektoren ausgestattet. Oftmals findet man sie hier im Frontbereich, aber alle Westen haben im Rückenbereich hier einen Protektor. Wie gesagt, unterschiedliche Materialien zwischen Schaum bis Hartschale. Und dieser Protektor kann sich wie bei diesem Modell auch sehr weit nach unten ziehen. Und hier auch nochmal ein Tipp zur Passform. Einfach auch mal, was man sonst beim Fahren nicht macht, mal überstrecken. Einfach mal überstrecken und einfach gucken, auch hier, wie natürlich auch nach vorn, wie sitzt er und wie fühlt er sich an. Es gibt bei den Protektionswesten in allen Preiskategorien eine sehr gute Auswahl bei uns im Shop. Ihr habt auf alle Fälle die Möglichkeit, vom Einstieg über Mittelklasse bis Oberklasse sehr, sehr gute Modelle zu finden. Im Wesentlichen unterscheiden sich die Modelle von der Ausstattung. In der Oberklasse habt ihr dann definitiv viel mehr Features im Bereich der Einstellmöglichkeiten. Ihr habt viel besseres Material, wesentlich atmungsaktiver und eine bessere Ausstattung, was auch die Protektion ist. Ein wesentlicher Merkmal ist bei den Protektionswesten, dass diese keine Armschützer haben gegenüber den Protektorenjacken. Hier habt ihr noch zusätzlich die Möglichkeit, bei uns im Shop in der jeweiligen Kategorie euch einen passenden Unterarm- oder Ellbogenschützer herauszusuchen. Hier nochmal ein Beispiel, wie so eine Protektionshemd oder Weste aufgebaut ist. Ja, ihr seht schon, im Innenbereich sind sehr, sehr viele Polsterungen und Airmesh-Stoffe verbaut. Ihr könnt bei fast allen Modellen die Polster oder die Protektoren und Polster herausnehmen, um auch so ein Hemd, wenn es dann verschwitzt ist oder mal eingetreckt ist, auf alle Fälle zu waschen. Achtet dabei auf die Herstellerangaben. Das ist auf alle Fälle möglich. Bei dem Modell haben wir hier nochmal extra einen Silikonstreifenrand. Der dient dazu, dass das Hemd auch an der Stelle sitzt, wo es sitzen soll und nicht sich verschiebt, also wie so eine Art Haftgrund. Wie gesagt, in der Regel kann man auch bei den Armprotektoren, je nach Modell, bei den Protektorjacken alle Protektoren herausnehmen, um die Weste oder die Jacke zu waschen. Weiter geht's mit den Protektionsjacken. Wie man hier schon gut sehen kann, gegenüber den Protektionswesten sind in der Regel alle Jacken mit so einem kompletten Armprotektor ausgestattet. Der beinhaltet den Schulterprotektor und den Unterarm- und Ellbogenprotektor. Bei dem Modell kann man zusätzlich, wenn man möchte, diese Jacke auch in reine Weste umwandeln, indem man hier einfach über einen Reißverschluss die Armprotektoren einfach abmacht. Das ist Geschmackssache. Bei der Passform genauso wie bei den Westen. Es sollte eng anliegen, aber euch nicht eindrücken. Und sich im gesamten Bereich gut anfühlen. Auch die Bewegungsabläufe nochmal beim Biken, auch mal diese Extreme wie das Überstrecken oder das sehr starke Beugen mal versuchen. Und das muss sich einfach sehr gut anfühlen. Die Features oder die Ausstattungsvarianten bei den Jacken sind ähnlich wie bei den Westen. Man hat zum einen natürlich die Frontprotektoren, hier zum Beispiel im Brustbereich angesiedelt und ganz deutlich auch hier zu sehen, der gesamte Rückenbereich mit Protektion ausgestattet, zusätzlich natürlich nochmal gepolstert für maximalen Schutz. Das liegt jetzt an euch zu entscheiden, welche Variante die passendere ist.
Wie jetzt hier hätte man natürlich ein Modell, wo man zwei Optionen hat. Überlegt euch, was für euch wichtig ist, was sich für euch vor allen Dingen auch wirklich gut anfühlt. Wollt ihr maximale Bewegungsfreiheit, dann würde ich euch auf alle Fälle die Westen empfehlen. Wollt ihr maximalen Schutz, vielleicht sogar auch mit der Option Weste und Jacke in einem zu haben, dann Modell auswählen in der Kategorie Jacken, wo ihr einfach die Option habt. Zusätzlich bei dem Modell ist auch zu achten, seid ihr zum Beispiel ein Noro-Fahrer mit einem Trinksystem, könnt ihr hier euren Schlauch ablegen. Manche Hersteller haben hier auch eine Schutzfunktion für den Reißverschluss, dass der nicht wackelt oder vielleicht mal in eine störende Position switcht. Das sind so kleine Features, die ihr dann auf alle Fälle zwischen den unterschiedlichen Modellen heraussuchen könnt. Zusammenfassend findet ihr bei uns in den Kategorien die größte Auswahl an Oberkörperprotektion zum Biken. Und mit Sicherheit ist auch ein passendes Modell für euch mit dabei. Marziak Offroad. Dein Shop für Motocross, Mountainbike und Streetwear.